Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wie du vielleicht bemerkt hast, ich habe hier ein paar Pflanzen aufgebaut, denn das heutige Setting, das passt auch zu unserem Video. Und zwar geht es um nachhaltiges Online-Banking mit Tomorrow. Viel Spaß dabei! Ja, vielleicht kennt ihr es schon, es gibt ja aktuell den Trend zur Online-Bank, das heißt nicht mehr zum Schalter wie früher mit Oma. Nein, wir wollen eine Online-Bank, keine bürokratischen Banken mehr, sondern eine völlig moderne Bank mit einem super Image. N26 hat es schon vorgemacht, die sind Vorreiter. Das Unternehmen aus Berlin hat die Online-Bank quasi in den Umlauf gebracht. Das heißt, wir haben keine wirklichen Filialen mehr, die haben auch keine eigenen Bankautomaten mehr, sondern wir benutzen immer nur die App für alle Transaktionen. Das heißt, bereits wirklich ein Erfolgsmodell, die Online-Bank, und jetzt ziehen auch weitere Banken nach. Deswegen möchte ich euch heute einfach mal Tomorrow vorstellen, weil Tomorrow nochmal einen besonderen Gimmick bietet, der wirklich auch für dich interessant sein sollte. Tomorrow bietet hier natürlich einen entscheidenden Vorteil. Wenn du dich wirklich für den Umweltschutz oder für die Umwelt interessieren solltest, dann ist Tomorrow genau das Richtige für dich. Denn Tomorrow setzt sich halt für nachhaltige Projekte ein und ein Teil der Erlöse, die Tomorrow mit den Transaktionen macht, werden für solche Projekte eingesetzt. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Das heißt, mit jeder Transaktion, die du mit dem Konto durchführst, verdient die Bank ein kleines bisschen und davon spendet die Bank dann einen Teil an nachhaltige Zwecke. Das kann zum Beispiel ein Projekt sein zur CO2-Einsparung, das kann ein Projekt zur Wiederaufforstung von Wäldern sein, kann aber auch ein Projekt zur Wassereinsparung sein. Da gibt es also ganz verschiedene Projekte, die Tomorrow durchführt, und ich finde, das ist wirklich ein ganz tolles Konzept. Das heißt, das ist ein wirklich junges Unternehmen, das aus Hamburg kommt, und ich gehe davon aus, dass auch dieses Unternehmen ein ähnliches, Erfolgsmodell sein wird wie auch N26. Zur Sicherheit, also Tomorrow hat zurzeit noch keine eine Bankenlizenz, aber sie nutzen die Bankenlizenz über Solaris Bank, und hier ist eine ganz normale Bankeneinlagensicherung von über 100.000 Euro abgesichert. Das heißt, euer Kapital ist bis 100.000 Euro erstmal abgesichert. Das heißt, mehr solltet ihr jetzt vielleicht nicht auf dem Konto haben, aber das sollte erstmal reichen. Auch ganz interessant für die Leute, die unter euch ein Businesskonto brauchen. Das heißt, wenn man sich direkt mit anmeldet in der App, wird auch direkt euer Firmenname gefragt. Also, ich hatte auch mal die AGBs durchgesehen. Das heißt, da gab es jetzt keine Hinweise darauf, dass nur eine private Nutzung vorgesehen ist. Das heißt, ihr könnt das Konto auch für geschäftliche Zwecke nutzen. Das Konto ist auch völlig kostenlos. Das heißt, man kann auch dreimal im Monat Geld abheben. Das heißt, hier auch keine versteckten Kosten. Nur bei Abhebung bei Fremdwährungen im Ausland zum Beispiel wird eine Gebühr von 1,5% erhoben. Wo kann man abheben? Das heißt, es geht überall, wo ein Bankautomat mit einer Visa-Card ausgeschrieben ist. Das heißt, ihr könnt auch überall, wo Visa-Zahlungen akzeptiert werden, kostenfrei mit der Karte zahlen. Die Karte ist eine sogenannte Debitkarte. Das ist auch schon bei N26 so. Debitkarte ist halt wie zu sagen so eine Guthabenkarte. Das ist keine reine Kreditkarte, sondern ihr müsst wie auf einem Girokonto erstmal Geld aufladen und könnt dann von dieser Kreditkarte, Visa-Debitkarte, könnt ihr dann bezahlen. Wie kann ich ein Konto eröffnen? Das geht wirklich super einfach. Das habe ich auch bereits schon bei N26 gemacht. Das ist so ein sogenanntes Video-ID-Verfahren oder Video-Ident-Verfahren. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur über die App eure persönlichen Daten eingeben. Das ist dann ganz normal der Name, die Anschrift, Geburtsdatum. Und danach werdet ihr über einen Mitarbeiter verbunden, der dann per Video eure Identität überprüft. Dazu müsst ihr dann eigentlich nur euren Perso bereithalten. Das heißt, ihr werdet dann als die Person, die auf dem Perso ist, verifiziert. Das heißt, danach habt ihr schon nach wenigen Minuten Zugriff auf euer Konto und könnt theoretisch schon Transaktionen führen. Die Karte wird euch dann auch relativ schnell per Post zugesandt. Das ging bei mir auch relativ schnell. Das heißt, eure Zahlungen sind hier auch sicher. Es läuft über das sogenannte SMS-TAN-Verfahren, was ja auch eines der sichersten Verfahren ist aktuell. Was Tomorrow noch für die Zukunft verspricht. Das heißt, es soll noch die Möglichkeit geben, dass man wirklich direkt über die App, also über euer Konto, Investitionen tätigen kann. Das heißt, man kann wie zum Beispiel nachhaltige Aktienfonds oder ähnliches. Das heißt, mit eurem Geld tut ihr dann wirklich nochmal was Gutes, indem ihr nachhaltige oder ökologische Unternehmen unterstützt. Ich finde das wirklich eine super Sache. Es ist wirklich super interessant. Das heißt, für euch wirklich keine zusätzlichen Kosten. Es ist wirklich super einfach, sich anzumelden. Und ihr tut der Umwelt wirklich was Gutes. Thema Nachhaltigkeit finde ich wirklich klasse. Wenn ich mich jetzt nicht schon bei N26 angemeldet hätte, würde ich mich jetzt definitiv bei Tomorrow anmelden, weil ich das doch wirklich unterstützen würde. Ich denke, dass sich Online-Banken auch immer weiter etablieren werden. Das heißt, kontaktloses Bezahlen.
und auch die Online-Kontoverwaltung über eine App, das wird immer mehr in die Richtung gehen. Wo momentan die Online-Banken noch in der Kritik stehen, ist ganz klar der Kundensupport. Das heißt, ich kann jetzt nicht zur Bankfiliale gehen, habe dann einen menschlichen Ansprechpartner, kann dann mit ihm über meine Sorgen, wenn es um Geldanlagen geht oder allgemein um mein Konto, mit ihm halt sprechen. Das geht aktuell halt nicht ganz so einfach. Insbesondere bei N26 ist der Support hier noch sehr schwach. Ich denke, dass Tomorrow hier noch punkten wird, dass man hier wirklich einen guten Support aufbaut, dass da dann auch dieser Kritikpunkt bei den Online-Banking dann irgendwann auch verschwinden wird. Wechseln wir einfach nochmal kurz zu der Internetseite von Tomorrow. Ich werde hier unten auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Und zwar hier können wir nochmal sehen, das heißt, ihr müsst einfach nur auf die Seite gehen oder geht direkt in den App Store und dann müsst ihr nachher über diesen App Store diese App hier runterladen. Die heißt Tomorrow Mobile Banking und wie wir hier schon sehen können, hatte ich schon eine relativ gute Bewertung. Das heißt, hier auch nochmal die Message, wie sich Tomorrow präsentiert und wo die sich platzieren. Das heißt, wir wollen einen positiven Impact ja auf die Umwelt haben. Das hier auch nochmal ganz gut dargestellt. Ich kenne das, wie gesagt, von N26. Das heißt, die Transaktionen, die sind wirklich super schnell da. Das heißt, wenn du online bei einer Bezahlung deine Kartendaten angibst, dann ist das wirklich innerhalb von wenigen Sekunden wird das von deinem Konto abgebucht. Das heißt, das ist nicht mehr wie bei diesen üblichen Kreditkarten, wo es einfach ewig dauert und man einfach keine Transparenz bei seinen Zahlungen hat. Nein, hier geht das wirklich ganz schnell. Das heißt, ihr bekommt hier ein kleines Pop-up und habt dann wirklich sofort eure Transaktionen im Blick. Auch nochmal zum Thema Sicherheit. Das heißt, auch wenn eine Karte mal verloren gehen sollte, gar kein Problem, denn ihr könnt eure Karte sofort sperren online. Das heißt, ich kenne das, wie gesagt, auch von N26, dass man hier wirklich für den Auslandeinsatz zum Beispiel die Karte sperren kann. Man kann seine Karte gesamt sperren und das kann man wirklich wie so ein Schalter bei der App einfach hin und her, wie ihr gerade möchtet. Das heißt, wenn ihr eure Karte nicht benutzt und die liegt zum Beispiel wie bei mir jetzt im Schreibtisch oder sowas, dann macht ihr einfach die Kartennutzung aus, wenn ihr euch unsicher seid und dann kann da auch nichts passieren. Das ist natürlich auch nochmal super fürs Budgetieren, das heißt zur finanziellen Freiheit, wenn du wirklich deine Kosten im Griff haben willst. Das heißt, wir können unsere Kosten sofort kategorisieren, haben unsere Ausgaben komplett im Blick und können so auch ja, unsere Ausgaben besser steuern. Das heißt, hier nochmal das Herzstück von der App oder von dem Projekt. Das heißt, hier sehen wir dann wirklich auf einen Blick, was wir für positive Projekte ja gefördert haben. Ich bin jetzt hier nochmal kurz zu Impact gegangen. Das heißt, uns interessiert ja wirklich die Nachhaltigkeit dieser Karte. Schauen wir einfach mal, was es hier gibt. Das heißt, die Karte setzt sich für Biobauern ein. Das heißt, wir sind hier auch gegen Massentierhaltung. Das finde ich persönlich auch ziemlich gut. Hier werden natürlich auch noch erneuerbare Energien unterstützt. Das heißt, wenn du mit dem Gedanken spielst, eine Online-Bank zu nutzen, dann schau doch einfach mal bei Tomorrow vorbei und tu der Umwelt vielleicht etwas Gutes. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonnier doch einfach diesen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!